Oh, hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver, der super mega über random Version des Todes. Und im letzten Part haben wir ja nach sehr viel Training und einer bitteren Niederlage, für die ich einen Joker verwendet habe, wobei ich aber beim Joker bleiben will, habe ich diesen dreckigen Arenaleiter endlich besiegt. Und ich glaube, mein Team ist relativ gut overpowered und ja, das ist schön, weil... Hey, Professor Lind, was hast du denn zu erzählen, du Bäumchen? Hallo MOP, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genaueres kann ich dir nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assi wartet im Pokémon-Supermarkt in Viola City auf dich. Sei so gut und hol es ab, ja? Tut. Oh ja, das mache ich ja sowas von. Das bedeutet, ich bekomme ein gratis Pokémon. Weil dem Ei ist ja eigentlich im Original Togepi drin, aber ich würde mal behaupten, hier in der Soul Silver Mega Randomizer Super Version ist da irgendwas anderes drin. Lange nicht gesehen, MOP. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hat eine Bitte an dich. Und zwar hätte er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Natürlich, ich trainiere das Ei. Lass es Hanteln stemmen, ein bisschen auf dem Laufband vor sich hinlaufen. Das wird richtig kräftig und wenn was ausschlüpft, dann ist das super. Und ja, ich werde nicht immer alles vorlesen, weil das ist alles Standard-Pokémon-Geschwätz. Das interessiert doch keinen Arsch. Oder seid ihr ein Arsch und sagt euch, hey, ich bin ein Arsch, mich interessiert das. Ich glaube nicht, also nee. Und mir fällt gerade auf, ich muss ja gar nicht immer auf Rennen drücken, weil dieser Teil ja die unglaublich komfortable Funktion hat, dass ich da unten also auf den Schuh einfach so klicken kann, dann rennt der immer. Nanu, dieses Ei! Ohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat also Professor Lind geschickt, und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. True Story. Es ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Sieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Hä? Gut, dann gehabt euch wohl. Was hat die da erzählt? Ich hab's nicht verstanden. Hallo? Junge Dame, erkläre das nochmal. Erläutere dies doch bitte. Das wäre voll nett. Oh, eine Aprikoko-Orange. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Ja, damit werde ich mir viele, viele Pokebälle züchten. Also eher nicht, weil da bekommt man nur einen pro Tag. Aber naja, lassen wir das mal so. Wer bist denn du? Hallo, alter Mann mit Platte. Warte, warum die Eile? Ja, weil ich es voll eilig hab. Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb gut, weil du sie in Viola City hart trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich, als kleines Andenken an Viola City. Wenn du es einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken von Typ Pflanze steigen. Yay. Wundersaat. Habe ich überhaupt irgendwie mit Pflanzen angegriffen? Ich glaube nicht. Oder was kannst... Verdammt, ich hätte ins Pokémon Center gehen sollen. Du kannst Pflanze... Tot! nee, nichts. Aber ich glaube, ich werde jetzt... Oder soll ich Winz trainieren? Ich glaube, dafür brauche ich ja den EP-Teiler. Oder soll ich... Wisst ihr was? Weil ich jetzt sowieso, denke ich, ziemlich stark bin, werde ich ihm einfach mal dieses kleine Viech hier trainieren, weil ich glaube, das kann gute Angriffe lernen. Gute Angriffe sind ziemlich gut. Na, neues Gesicht. Du hältst dich also für stark. Halte mich nicht nur dafür, ich habe den Arenaleiter besiegt. Spaß. Was hast du geschafft, Nils? Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Soll ich? Soll ich es wagen? Nein. Nein, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Los, Wurmi. Besiege Ho-Oh mit deiner Wurmi-Haftigkeit. Wurmi. Aurora-Strahl. Achso, du bist ja gar nicht Typ Drache. Okay, das geht gut. Blöp. Alter, es macht aber auch ordentlich Schaden dafür, dass gerade mal auf Level 6 ist. Ich glaube, ich schläfe dich mal ein. Schlafe nicht. Na, egal. Ja, mach deinen Aurora-Strahl. Oh, ich hätte auch gern so legendäres. Moment, nee, auf der Route, wo ich jetzt bin, war ich ja schon. Blöp. Jetzt schläfst du. Also hier kann ich, nichts, Dingsen fangen. Erst ein bisschen später wieder. Bisschen schade, aber hey, was soll's. Schlagbefehl. Ich glaube, hier kriege ich auch irgendwo eine Angel. Und wenn ich eine Angel habe, dann werde ich, denke ich, auch in die Stadt nochmal zurückmarschieren. Oder nee, ich weiß nicht. Muss ich schauen, ob der Weg dann nicht vielleicht zu weit... Ja, toll. Scheiße, du Kackviech. Genau, weil wenn ich die Angel habe, dann kann ich in der Stadt nämlich auch dann ein Pokémon angeln. Und das ist ja dann auch komplett random. Sind ja keine Wasserviecher. Wieso gab es kein Duff-Duff-Schlaggeräusch? Oh, mach nicht zu viel Schaden, bitte. Ich habe meinen Joker schon verbraten. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr, Ho-Oh. Ich hasse dich. Aber jetzt bist du down. Down. Yeah.
wurde besiegt. Vince erhält 141 Erfahrungspunkte, erreicht Level 5. Das ist schön. Erreicht nicht Level 6, nein. Tuska, ja, okay. Vince, den kriegst du klein. Wobei Vince, glaube ich, keine so gute Wahl ist, weil ich glaube, es hat nicht so gute Statuswerte. Aber es hat nun mal verdammt gute Angriffe momentan. Hä, irgendwas stimmt doch mit den Soundeffekten gerade nicht. Warum schreien die Viecher nicht? Ich will erstmal schauen, was die Attacken genauer sind oder was der Felswerfer ist. Anwender wirft einen riesigen Fels auf den Gegner. In der nächsten Runde muss der Anwender ausruhen, okay. Also werde ich den ja nicht einsetzen. Blitzkanone, die trifft eh nicht. Doch, sie trifft. Pff. Oh, die macht Schaden. Yeah, so viel Schaden. Das ist ja Level 8. Oh Gott, Rückzug, Rückzug. Sam. Verdammt, ich glaube, ich gehe jetzt danach erstmal ins Pokémon Center wieder. Es ist nicht gut, ich hätte sie vorher aufheilen sollen. Sam übt der Zwinger aus. Holzhammer. Pff. Nicht cool. Pff. Das war cool, das war schwach. Rückstoß trifft dich, du Trottel. Du wirst gebodyslammt. Puff. Das gefällt dir nicht. Hä, aber was stimmt mit den Soundeffekten nicht? Irgendwas stimmt da doch nicht. 82, Level 6, hurray. Und ich habe gehört, auf Level 7 lernt Vince was. Vince, was kannst du denn? Ich will die Werte nur schnell anschauen. Du bist ein Verteidigungstyp. Spezialangriff ist ziemlich schlecht. Maximiert Angriff nach Einstecken eines Volltreffers. Okay. So, nee, wisst ihr was? Nee, ich glaube, das mit Vince lasse ich. Der ist einfach schwach. Kann sich ja nicht mehr entwickeln. Hol ich mir lieber irgendwas Brauchbares. Und, ich kann hier nichts fangen. Ibor! Ach, wie schön. Ein alter Bekannter. Ein noch älterer Bekannter. Ja, nee. Keine Lust. Nö, sehe ich gar nicht ein. Nö. Mir fällt gerade auf, bei den unnötigen Trainerkämpfen, wilden Pokémon-Kämpfen, könnte ich ja dann auch ein bisschen speeden. Damit das nicht immer so lang dauert. Werde ich, denke ich, machen. Ja, aber ich werde Vince übrigens raushauen, weil er schwach ist. Und dass er süß ist, keine Begründung, ihn drin zu lassen, weil es gerade geschrieben wurde. Deswegen sage ich das jetzt mal. Jetzt muss ich echt noch alles geschickter mit hier einfügen in den Part. Genau, Vince ist voll süß, aber das ist mir egal, weil wir noch ein viel stärkeres und süßeres Pokémon finden. Sowas wie... Slimer oder so. Die sind ziemlich süß. Die sind klipprig und süß. Weil die, glaube ich, eher ziemlich bitter schmecken. Süß und schwach, perfekte Kombi. So sieht's aus. Ich hätte so gerne ein Fahrrad, dann wäre ich so schnell unterwegs. Oh, jetzt beschweren sich alle, dass Vince raus ist. Es ist nun mal so, der ist einfach, es ist ein schwaches Pokémon und der hat auch einen richtig miesen Spezialangriff. Hätte er wenigstens gut Spezialangriff, würde ich sagen. Hey, okay, da könnte man was machen, aber so... Ach, hallöchen, Vince, wie geht's dir? Oh, wie schade. Moment. Wunderschön schneller Kampf. So, zerschnibbeln kann ich, glaube ich, noch nichts. Oh, das wäre auch geil, wenn ich das hätte, weil wenn es sich entwickelt, dann würde ich ein gratis zweites Pokémon bekommen. Oh, ein Pokéball. Ein Pokéball! Ich meine übrigens, bei Vince ist der Spezialangriff verhältnismäßig gering, also ich könnte jetzt mal... Vergleichen wir mal mit Birdo, was auch ziemlich schwach ist. Das hat auch schon so einen Spezialangriff. Und bei Vince das Problem, er hat auch... Der Angriff und der Spezialangriff sind fast gleich hoch. Der Spezialangriff ist einer der schwächeren Werte und das ist nicht gut. Dadurch kann ich mit ihm nicht wirklich was anfangen. Weil ich will ja, dass der im Angriff was reißen kann, oder... Ja, das will ich. Oh, das hätte ich so gern. Das Viech ist so overpowered. Aber ich kann es nicht haben. Naja, was soll's. Und übrigens, an alle Leute, die immer sagen, mach mal ein Tutorial, wie man das patcht. Sag mal, was ist denn daran so schwer? Also, man nimmt das Programm, da gibt's dann eine Funktion und die heißt Open oder Load ROM und dann lädt man die ROM, es ist egal, welches Pokémon-Spiel. Wo ihr die ROM herbekommt, müsst ihr selber herausfinden. Genau, und dann lädt man irgendeine ROM von irgendeinem Pokémon-Spiel und da muss man nur Häkchen aktivieren, was man denn haben will. Was man random haben will, alles. Das ist ziemlich einfach, also ich... weiß nicht wirklich, wofür man da ein Tutorial braucht. Uff.
Und down, Papinella, du bist down. Und verdammt, ich hätte mal eine Liste machen sollen mit Leuten, die verewigt werden wollen mit einem Namen. Naja, werde ich schon noch machen. Ich werde ja noch viele Viecher fangen. Eins pro Route, wenn alles gut läuft. Oh, du bist auf großer Reise. Du siehst dir die weite Welt an. Ja, auf jeden. Oh, wenn du nichts dagegen hast, hätte ich gerne deine Nummer. Oh ja, lasst uns Freunde sein. Okay. Ist klar, ja, ich erzähl dir, was ich auf der Reise erlebe und du kannst mir dann so Sachen erzählen wie, was du gerade anhast und was du mit mir machen würdest, wenn ich gerade da wäre. Denk an mich, Pfadfinder. Ah, diese Pfadfinder sind verrückt. Gras, nein. Dann erzähl mal, du Pfadfinder, was kannst du denn? Dieser Blick, wie faszinierend. Ja, das sagen alle. Wir haben einen ziemlich krass faszinierenden Blick. Oh, eine Spinne. Hä, aber wieso haben die keine Soundeffekte gerade, die gegnerischen Viecher? War das sonst auch immer so? Es kommt mir irgendwie seltsam vor. Aber, nee, es war auch davor nicht so. Auch die Angriffssounds sind nicht da. Das ist seltsam. Ich glaube, nach dem Part werde ich dann kurz mal in die Einstellungen in einen Blick wagen, aber ich wüsste nicht, dass ich da was geändert habe. Du wirst gegigastoßt. Gegigastoßen von der Kante. Jetzt bist du tot. Schön. Yay. Wow, die sind echt krass unterlevelt, die Gegner. Aber das war, glaube ich, allgemein bei der Edition das Problem, dass die Gegner immer ziemlich underlevelt sind. Oh, das wäre auch cool. Das hätte ich auch gerne, aber kann ich mir nicht fangen und ich sehe auch keinen Sinn darin, dich zu killen. Es bringt mir einfach nichts. Moment, den will ich haben. Ich denn? Ja. Sonnentag! Na, war ja klar. Oh, ein Smetbo. Was sind du für schwarze Flügel? Ist ja widerlich. Wasch dich mal unter den Flügeln. So, wo geht's denn als nächstes? Okay, ein Trainer. Yay, ein Minun. Hallöchen. Geh dann mal. Tschüss. Und was sagst du mir, du kleiner Scheißer? Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden, wir schaffen das schon. Ja, klar. Tommy, ach, der kleine Tommy, hat einen Blutzug. Oh, wie erbärmlich. Dann töte ich ihn doch gleich mal. Was? Der ist ein Geist, okay. Juwelenkraft, was denn das? Sieht ganz cool aus, der Angriff. Egal, du wirst gegengestoßt. Du bist ein Geist, das tut dir weh. Stop. Was stimmt mit den Sounds nicht? Das ist ja schrecklich. Juwelenkraft! Gegenstoß! Möge er dies fressen, du Zecke. Widerlich, ein Zecken-Pokémon. Wer will sowas haben? Auch wenn es zu... Moment. Ist ja voll eklig. Das Viech ist zuerst eine Zecke und dann wird es zu einer Motte. Yay. Yeah. Das will doch jeder haben, oder? Ich meine, eine Zecke und eine Motte... Sehr tolle Insekten. Nee, gegen euch will ich jetzt ehrlich gesagt nicht kämpfen. Ihr seid nur Zeitverschwendung. Auch wenn ich... Nee, ich glaube, im Pokémon Center kriege ich die Angel, oder wie war denn das? Oh, so lange her. Hallo, Fettsack. Oh, wie wär's mit deiner schmackhaften und nervten Fleckmon-Route? Für dich jetzt nur 1 Million. Na, wie sieht's aus? Na klar. Boah, dein Geld reicht nicht. Und ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Und ich dachte, die Erwachsenen von heute wären nicht so fett. Idiot. Kopfnuss, ich hab keine Kopfnuss. Wir benötigen deine Pokémon. Hier, nimm meine Pokémon. Ich will sie nicht mehr. Behalte sie. Schenke sie deinen Enkeln oder was auch immer. Mach was daraus. Oh, und der Angler hat doch die Angel für mich. Du hast doch eine Angel, mein Freund. Dring. Komm bald wieder. Oder Angel? Das hier ist dein beliebter Angelplatz. Oh yeah. Ja klar, gib mir die Angel. Leute, ich werde gleich in eine Höhle kommen. Soll ich da angeln oder soll ich da einfach so schauen, was mich erwartet? Angel oder einfach was wild rumläuft? Sagt es mir mal. Ja, der, ich weiß, wie man angelt. Ja, ist okay. Dankeschön. Und es ist wieder Zeit für einen Safe State, bevor wieder alles abstürzt. Und ich will immer noch nicht hoch zu den Anglern, jetzt habe ich überhaupt keine Motivation mehr. Hallöchen, was hast du denn?
Dieser Orden ist aus Viola City, du hast Falk besiegt, ja, aber sowas von. Er steht so schnell nicht mehr auf, sage ich dir. Der steht nicht mehr auf. Dieser Rucksack, oh. Das ist auch ein bisschen OP, aber okay. Und, blubber die Blubstrahl. Blub, 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 blub. Und, ja, das macht ein bisschen nichts effektiv, okay. Schweifglanz. Okay. Hat mir eher wie ein Leuchten ausgesehen, aber na gut, der ist jetzt bestimmt voll glossy und glänzt. Doff. Und du bist down, mein Freund. Du bist so down, das glaubst du gar nicht. Krieg ich mal wieder ein Level ab, das wäre voll super. Ariyama. Body Slam. Body Slam ist immer ein effektiver Angriff. Der ist immer schön. Also eigentlich ist er nicht effektiv, weil es normal ist. Der ist auf gar nichts effektiv, aber es ist ein guter Angriff. Säure. Spuckt mich nicht an, das ist ja widerlich. Ich spuck gleich zurück. Verdammt, ich hätte Blubstrahl einsetzen sollen. Hätte ich ihn angeben, gespuckt. Ja, genau so klingt das, wenn man spuckt so. Voluminas. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, Wurmi kann ein paar Level vertragen. Wurmi! Wurmi, 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 Wurmi. Du bist der Nasenmann. Nimm dies, Nasenmann. Schlagbefehl. Ich befehle euch zuzuschlagen. Und? Ja, sie haben gut zugeschlagen. Mega-Hieb. Wie kannst du mir einen Hieb geben? Lass dich mal Hände. Nimm Riechsalz. Mit deinem riesigen, ein bisschen wie Schambehaarung aussehenden Zinken. Ja, so ist es. So sieht dieses Viech aus. Gewöhnt euch dran. Oder auf Wikipedia nach. Oder so. Moment, den Ball will ich aber haben. Zertrümmerer. Oh, er aktiviert sie, der Zertrümmerer. Ja, ich möchte es. Nein, ich möchte es niemandem beibringen. Hab mich spontan dagegen entschlossen. Entschieden. Wie auch immer. Moment, komme ich da jetzt zum. Okay, ich versuche jetzt, wenn ich jetzt zum Wasser komme, bevor mich ein Viech angreift. Okay, jetzt wird geangelt. Jetzt wird geangelt, liebe Leute. Und zwar mit der Angel. Ja, wer hätte damit gerechnet? Gott, wie geht das nochmal in dem Spiel? Na, irgendwas? Da beißt nichts an. So, Angel. Nochmal. Das kriege ich doch besser hin. Komm schon. Komm schon. Komm schon! Okay, einen Schritt nach rechts. Okay, ich wurde nicht gerandom encountered. Das ist eine sehr schöne Sache. Jetzt Angel, was? Will mein Team verstärken. Oh, da ist was. Pokémon geangelt. Oh, Leute, das nächste Viech. Oh, es wird schön. Was ist es? Es ist. Geil, ja, 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 ja. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Allerdings möchte ich dich lieber mit Wurmi schwächen. Weil Wurmi einen schwächeren Angriff hat. Hoffe ich. Hoffe es wirklich. Okay, Doppelkick ist ein. Oh, sieht mal, wie viel Schaden das macht. Macht zu viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Hypnose! Verdammt! Na, nicht Doppelkick. Na, Alter. Alter. Du Kackviech. Fuck. Du hast mich da in eine ganz unschöne Situation gebracht, Mr. Machomai. Oder Machomai. Machomai klingt aber scheiße, auch wenn es vielleicht so heißen sollte. Das ist Machomai. Alter, ein Tiefschlag. So ein Schatten. Blubstrahl. Das ist jetzt bestimmt vom Typ Feuer oder so ein Scheiß. Und? Nee, das sieht gut aus. Drachentau. Oh, das kann so gute Angriffe. Das klatscht mir gleich Sam weg, wenn es so weitergeht. Und das will ich echt nicht. Ich kann es auch nicht wirklich einschläfern. Okay. So, du Unterwasserleben. Oh, Kacke. Oh, scheiße. Ich habe noch genug Pokébälle. Oh Gott, Leute, es kann gerade so viel schief gehen. Das glaubt ihr gar nicht. Schon, komm schon. Oh nein. Okay. Alter.
Okay, ich muss jetzt dringend mein Viech wechseln, weil der nächste Angriff von ihm wird nämlich tödlich. Das will ich nicht wirklich. Ich nehme Birdo. Los, Birdo. Du kannst sterben, Birdo. Nerd, nerd. Zum meinem Klaue. Alter. Tot. Ciao, Birdo. Nee, jetzt gebe ich nicht auf. Dich hole ich mir. So, Ball. Plop. Der ist auch noch schneller als meine Viecher jetzt. Fuck. Oh nein. Wie mache ich jetzt weiter? Ich möchte es wirklich fangen, weil es saustark ist, aber... Ich glaube, Sam... Ich versuch's einfach. Okay, ein Pokéball. Komm schon, du musst drin bleiben, du Scheißviech. Ich will dich haben. Gott. Der könnte mir jetzt einfach Sam wegklatschen, wenn ich Pech habe. Fuck. Ich glaube, einen Angriff kann der verkraften. Okay. Ne, tschüss, das war's. Ich bin weg. Kackviech. Okay, zwei Viecher verloren. Oh, das hätte ich auch... Toll, das... Ach, wenn man angelt, sind die automatisch auf Level 10. Na, toll. Toll, 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 toll. Das ist wirklich super gelaufen. Ich habe zwei Viecher verloren und habe nicht mal eins dafür zurückbekommen. Naja, was soll's. Dann kommen die zwei mal wieder auf den liebevoll gestalteten Friedhof. Jemandes PC ablegen. Vince, du bist tot. Rest in pieces. Natu, rest in pieces. Es tut mir leid. Na. Ach Leute, das war kacke. Na egal, ich krieg schon noch genug Viecher. Ich habe jetzt übrigens noch zwei Pokémon. Ach komm. Das ist uncool. Also, angeln werde ich so schnell nicht mehr. Das Viech war einfach zu stark. Es war einfach viel zu stark. Ich hätte es so gern gehabt, damit hätte ich alles so platt gemacht. Aber es sollte wohl nicht so sein. So. Wurmi, du brauchst ein bisschen Training, weil du Wurmi bist. Ich glaube, durch diese Höhle werden wir noch durchmarschieren und dann werde ich den Part dann ganz langsam beenden. Ja, die werden so leicht zu fangen. Hatte ich das nicht schon? Ich hatte dich schon. Geh mir aus dem Weg. Du bist sogar gespeedet, weil du so langweilig bist. Boah, hätte aber dieses Mach und Mai keinen scheiß Drachentanz gekonnt, dann hätte ich es mir locker holen können. Dann hätte ich noch genug Zeit gehabt und hätte ich auch Hypnose machen können und alles wäre super. Aber so... Ja, meine Güte. Boah. Was hier für coole Viecher überall rumlaufen. Und ich habe nur so Mini-Schrottviecher. Das ist echt uncool. Ich glaube, das wird schon. Wer hätte gedacht, dass ich hier jemand über den Weg laufen würde? Ja, bist du nicht wirklich. Du bist da eigentlich nur rumgestanden. Hast darauf gewartet, dass jemand vor dir steht, damit du ihn anschauen kannst und ihn anrempeln kannst. Aufdringlicher alter Mann. Deine Kacktaube, die wird jetzt auch gleich geröstet, bevor sie mir noch meine Frontschutzscheibe ankotet. Naja, so sieht's aus. Und das war leicht. Aber irgendwas stimmt mit den Sounds immer noch nicht. Da muss ich jetzt wirklich nachschauen. Das gefällt mir nicht. Das war doch beim letzten Mal nicht so. Ja, hurra, Franz Elrond. Ich bin voll begeistert. Und wieder weg. Ja, ich habe noch mein Ei. Och, im Ei wird irgendwas Cooles drin sein. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst? Ich glaube schon. Ich bin da ziemlich optimistisch. Enteron. Oh, das ist auch cool. Erste Nation ist allgemein ziemlich cool. So, Schlagbefehl. Level 4. Ach, komm. Bist du überhaupt in der Höhle so weit gekommen? Die Viecher, die wilden Pokémon sind stärker als deine. Also, mal im Ernst.
Oh, stimmt, im Ei könnte ja sogar ein legendäres Viech drin sein. Oh, da kann so epische Sache drin sein. Ich freue mich schon, ich bin da schon sehr gespannt, aber es wird leider noch Jahre dauern, bis es mal ausschlüpft. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, du wirst schlagbefehlt. Ich befehle... ach, du warst das. Blättersturm! Ja, du machst keinen Schaden, du Kackviech. Hör auf, Schaden zu machen. Warum bist du überhaupt männlich? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Du siehst mir nicht männlich aus. Und? Arsch. Ja, ich krieg dich schon noch down. Ja, Blättersturm, der wird jetzt auch jedes Mal weniger abziehen. Ja, okay, das ist jetzt ein langweiliger Kampf. Den speede ich jetzt. Sehe gar nicht ein, da jetzt noch länger Zeit zu verschwenden. Das macht. Angriff sinkt. Mir egal. Schlagbefehl. Okay. Yay. Wunderschön. Na, ha, ha, ha. Reicht Level 16. Hooray. Angriff, Angriff. Kein Angriff. Hurra. Ah. Okay. Es wurde übrigens lustigerweise gerade geschrieben, oh, dein Arceus ist im Ei, weil es das stärkste Viech ist überhaupt. Das ist jetzt ziemlich lustig. Na gut, Body Slam. Okay, die krieg... Oh, paralysiert. Wunderschön, der Body Slam ist wirklich ein Hammerangriff. Draco-Meteor. Ja, genau, genau, genau. Klatsch mich weg. Oh, nicht so viel Schaden, nicht so viel. Okay, geht, 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 geht. Alles okay. Spezialangriff von dir sinkt stark. Blubberdi-Blubstrahl. Blop, 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 blop. Oh, sehr effektiv, sehr schön. Du bist down, mein Freund, und es gibt viele, viele Erfahrungspunkte für meine Wenigkeit. Ja, das ist echt okay. Oh je, Mene! Wo hast du überhaupt das scheiß Viecher? Ich will auch so eins. Alter, blöder Wanderer. Was ist das da unten für ein Hippie? Habt ihr den gesehen? Doch, wie Quack. Das ist so ein cooles Viech, das hätte ich so gern. Ich finde das cool. Das ist ein Kampffrosch. Dödelödelöd, död, död. Diese Zubat verwirren ständig meine Pokémon mit ihrem Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren. Also ich habe noch kein Zubat hier drin gesehen, aber red nur weiter. Euer Spucker mit... Oh, Mamfaxo wäre auch cool. Das hätte ich gerne. Aber ich hab's nicht. Warum kriege ich nicht sowas? Es gibt so viele coole Viecher und ich habe nur so... verhältnismäßig Schrott, aber wohl... Zeige ich auch nichts zum Schwächen, wenn ich jetzt dann da draußen mir im Gras was fangen kann. Verdammt! Aber aber dann komme ich dann auch gleich in so eine blöde Höhle, in der kann ich dann auch wieder angeln. Also, ich glaube, wir kommen noch an genug Pokémon. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und dann alle, die sowas meinen wie, hey, brich doch das mit der Challenge ab, fang doch alle Viecher, die du haben willst. Ja, könnte ich machen, aber dann hätte ich jetzt schon das stärkste Team, das ihr euch vorstellen könnt. Es wäre total langweilig. Also, nee. Außerdem ist es mit der Challenge sehr viel lustiger, weil dadurch kommt sehr viel mehr Spannung auf und Nervenkitzel. Oh, ein Ammonitas. Wie... Ammonitastisch. Ammonitastisch. Ach, ja, ich bin lustig. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon, dann bist du mein Rivale. Nein, ich habe schon einen Rivalen, der heißt Emoji Man, Emoji Weiblich. So ein Trottel. Habt ihr den gesehen? Ach, ein richtiger Trottel. Schön. So, Magmar, du bist gemagmart. Mart. Ich hätte eigentlich am Anfang von der Höhle mal meinen Schutz, den ich gefunden habe, einsetzen können. War jetzt auch schon zu spät dafür, du siehst so scheiße aus. Naja. Wo will ich denn entlang? Ich glaube, ich bin gleich... Da ist der Ausgang. Wunderschön. Du bist ein... Baltaros. Und... Yay! Yay, ich kann es nicht wegklicken. Yay! Darauf haben wir uns doch schon alle gefreut, oder nicht? Es regnet, wie exotisch. Aber Leute, wisst ihr was? Ich platziere mich jetzt vor das Gras hier. Und wenn ihr wissen wollt, was sich in diesem Gras befindet, dann würde ich euch stark empfehlen, den nächsten Part dann zu schauen. Bis zum besagten nächsten Part dann und tschüss. Ich speichere da mal ein Ründchen, was ihr jetzt noch sehen müsst. Ja, ja, ja. Das ist unterhaltsam. Unterhaltung vom Feinsten.
Dann werde ich auch noch schnell den Titel umswitchen. Einfach, weil ich es kann. Also auf Part 7, wobei es eigentlich egal ist. Naja, dadurch ist dann alles, was im Chat geschrieben wurde, weg. Puh, das sehe ich dann nicht. Wie auch immer, Part